Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Ich flicke heute mal ein bisschen die FW190D9. Ich habe 4 MGs an Bord. Ja. Davon 2 20mm und 2 13mm. Schönes Flugzeug. Ja. Ein bisschen unvorbereitet. Ich wusste gar nicht genau, dass ich überhaupt was aufnehmen wollte. Eigentlich wollte ich gar nichts aufnehmen, aber ich mache es trotzdem. Weil die Runde davor so gut lief, das heißt natürlich nicht, dass die jetzt hier gut laufen muss. Also auf jeden Fall ein Flugzeug für Kenner, für Pros. Also nichts für mich eigentlich. Ich versuch's trotzdem mal. Hat halt Bock drauf. Außerdem fliege ich ja gerne FW190er. Und mittlerweile auch die BF. Oh, die Basis ist da fast weg. So, jetzt muss ich mir irgendeinen rauspicken hier. Das ist eine andere FW. Also die Dornier wird verfolgt davon zwei anderen. Naja, die drehen schon ab. Jetzt ist nur einer hinten dran. Könnte eigentlich mal eine Chance sein. Wenn der den jetzt nicht kriegt, dann mache ich das halt. Muss ich den Winkel suchen. Und halt nur noch treffen, ne? Ich hoffe, er stürzt ab jetzt. Sieht aber gut aus. Öltank ist weg, Fahrwerk. Fliegt er noch? Der fliegt ja immer noch. Abschutzhilfe. Klar, das ist natürlich ein Ziel, da wollen alle rauf, weil es ein sehr einfaches Ziel ist. Ein verhältnismäßig einfaches Ziel. Bin ich natürlich ziemlich weit unten. Ich muss schauen, dass mir hier nicht alles entgegenfliegt. Oder dass ich von oben abgeschossen werde. Also Spitfire, die fliegen alle jetzt höher als ich. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Gut, andere Leute haben sich rangeheftet, aber ich werde auch verfolgt. Da ist schon einer. Ich muss zu meinen Leuten irgendwie wieder zurück. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr so wendig, wie es mal war. Ich werde wahrscheinlich gleich verrecken hier. Wenn man hört, was er da abfeuert, das sind auch 30 mm. Oder noch höher. Okay, ich werde nicht mehr verfolgt. Das war ja mehr als knapp. Ja, mit so beschädigten Flügel ist jetzt schlecht fliegen eigentlich. Wir sind da über mir, Spitfire, okay. Da kommt der Fokker, das ist der Kollege von eben. Rast auf mich zu. Und ich war zu lange drauf. Passiert. Kommt vor. Leck mich im Arsch, du Penner. Ja. So, ganz komm, ich habe viele FW-Modelle drin. Ich habe noch lauter andere FW-Modelle drin. Und eine ME 410. Man kann jetzt schlecht sagen, dass sie sich ähneln, weil hier ist zum Beispiel noch eine 30mm mit bei. Das ist natürlich ein etwas besseres Modell dann. Ich habe nur Munition auf Luftziele, wie man da sieht. Wo uns hätte ich das eigentlich? Wollte ich ein anderes Flugzeug zeigen. Kein Bock auf dieses Spitfire da. Ich fliege einfach vor. Mit nur einer. Wir werden eh verlieren, so wie es aussieht. Ich glaube, die Spit verfolgt mich. Ne, die ist einfach nur ziemlich weit über mir. Nehmen wir den Schub mal raus. Hier ist jetzt eigentlich blöd, wir sind zu wenig Leute hier. Ich will mal sehen, wie hoch die alle fliegen können. Jetzt habe ich wieder so komische Ruckler, das hatte ich gestern auch. Und keine Ahnung, was hier los ist mit den Servern oder so. Oder ob ich der Einzige bin, der das hat, oder einer von wenigen. Bis eben lief das eigentlich ohne Probleme.
Der Typ kann natürlich jetzt locker von oben. Ich habe ihn mir noch geholt. Bringt natürlich nicht viel, aber wir machen ja noch eine Runde, von daher bis gleich. Ne? Nun sind wir hier, afrikanischer Bergzug. Ich mag diese Karte eigentlich nicht, ich mochte die noch nie. Das ist mit einer der ersten Karten, die ich hier gespielt habe damals. Aber gefällt mir einfach überhaupt nicht. Ich mag diese Gebirgekarten überhaupt nicht. Aber kann man sich nicht aussuchen, muss man trotzdem spielen, den Quatsch hier. Es gibt welche, die finden die gut, aber ich weiß nicht, worin meine Aversion darin besteht. Oder liegt. So ist wahrscheinlich richtig. Ich kann es nicht genau erklären. Mir gefallen einfach die Karten. Ich mag diese Gebirge nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, das sind zu viele Versteckmöglichkeiten für andere Flugzeuge. Und natürlich, wenn man jemanden verfolgt und unachtsam ist. Ja, andere würden sagen, okay, das ist in Ordnung. Ja, so musst du auch sein. Du musst ja die ganze Zeit auf Zack sein. Ja, wenn du natürlich einen Tunnelblick kriegst und jemanden da verfolgt bist, sagen wir mal eins, Zack, und dann irgendwo gegen knallst, ja, dann ist das doch deine eigene Schuld. Ist ja auch richtig. Wahrscheinlich mag ich die Karten trotzdem deshalb nicht so. Die P17 bietet sich natürlich an. Da ist ein Bowfighter. Ey, ich kann dir nicht helfen. Spitfire ist aber auch nicht so weit entfernt. Habe ich auch keinen Bock drauf zu gehen. Natürlich stürzen sich einige gleich wieder auf die B. Die P17. Spitfire kommt doch etwas näher. Also näher, als ich es haben möchte. Hätte klappen können. Der sah so nah aus. Abschlusshilfe nur, was? Siehst du? Und jetzt muss ich das nämlich auch machen. Jetzt muss ich mich hier auch verstecken. Muss das tatsächlich auch mal nutzen. Diese Ruckler gehen mir echt um den Pimmel. Dann stirbt hier irgendeine Komponente von mir. Na, ich sehe schon, dass irgendetwas kommt da ziemlich nahe. Das ist so knapp. So knapp. Ist aber auch nicht ungewöhnlich, denn... Wie soll ich das sagen? Jeder ist natürlich jeder, der ab einer bestimmten... Ich glaube, ab einer bestimmten Uhrzeit sind die alle ein bisschen wachsamer. Da sind sie natürlich ultra fickrig. Ne? Und so wie sie denken, sie können jetzt schießen, schießen sie natürlich auch, drücken ab. Und ich war jetzt nicht so lange, ich meine, Head-On ist immer ein bisschen blöd, ne? Ist immer eine knifflige Sache. Aber ich war jetzt auch nicht so lange drauf. Ist halt einfach so, da hat man halt nur ein, zwei Sekunden und dann ist man weg. Über ein Jahr lang geschossen. Wie acht. Komm, was Leichtes suchen wir. Gut, das ist natürlich noch ein anderer drauf. Ich sehe nicht, was er jetzt da fliegt. Die 185. Okay, ich hoffe natürlich, dass er... Oh, wir haben schon ein Missionsziel abgeschlossen. Das bietet sich an. Das bietet sich jetzt richtig an. Flugzeug zerstört Eigenbeschuss. Was fliegst du da rein, du Lappen? Echt, du bist ja so dämlich. Ja, wäre mich schwerstens eingerostet, obwohl es mit war, ist ein bisschen schwierig, ne? Ich werde mich jetzt nicht entschuldigen bei dem Kollegen, weil der hätte auch woanders. Ist ja auch egal. Vielleicht ist ja doch meine Schuld. Jetzt fliegt er natürlich hier seine Kindermanöver. Kritischer Treffer, irgendwas habe ich ihm abgeschossen.
So. Das ist natürlich blöd. Ich finde es jetzt auch nicht so cool, dass ich hier jetzt den Teamkill verursacht habe. Aber lässt sich halt nicht mehr rückgängig machen. Ist passiert. Sorry, Keule. Das Blöde ist, wenn man sich nicht entschuldigt, dann denken auch welche, das hat man absichtlich gemacht oder scheiß drauf. Ich scheiß das nicht wirklich drauf, nur ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich kann mir so viel. Ist ja auch Wurst. Haben wir dann da alles? Big Dickenstein. Big Dickenstein. Okay. Ja, das war ein Name, Alter. Big Dickenstein. Alles klar. Okay, ich darf mich von sowas jetzt nicht ablenken lassen. Da sind noch Fahrzeuge. Ja, hier wird's schwierig. Da will ich auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt hier reinfliege, werde ich verrecken. Okay, der Typhoon kommt rüber. Und die anderen schließen auch noch auf. Oh, so ein Wichser. Ah, Arcade halt, ne? So eine Scheiße. Da ist die Frage, da steht zwar, dass er mich abgeschossen hat, aber ich habe schon gelesen, dass manchmal das, wie soll ich sagen, ach, keine Ahnung, ich finde oft nicht die richtigen Worte, wenn ich hier so gerade dabei bin, bin ich so multitaskingfähig. Und ich verstehe es immer nicht, warum rammen die da rein noch? Das ist einfach diese Gier. Wie sieht's denn aus? Oh je, je, je. Weiß, ich habe erst 2 Kills, kommen mir mehr vor. Ich dachte 3. Nicht zu vergessen, den Teamkill, den ich noch gemacht habe. Aber der zählt dann im Negativbereich. Big Dickenstein, wie bist du? Firebrand ist weg. Hätte ich auch genommen. Das ist nicht weh, ob die alle gehen. Okay, jetzt zerpflücken die einen nach dem anderen. Ich kann mir jetzt nicht einfahren, weil ich sie nicht einfahren kann. Du Pissherr. Das ist natürlich schwieriger zu zielen. Hier, zap, 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 zap. Jetzt verreck doch mal. So zieht er uns natürlich aus dem Spiel raus. Das darf man auch nicht vergessen. Keine Ahnung, wieso der jetzt weg ist, aber er ist es. Wow, knappe Sache. Okay, wir haben es noch gemacht. Wir müssen irgendwie weg hier. Ich habe keinen Bock jetzt hier hinten alleine zu bleiben. Hier wäre schon eher alleine. Da ist noch einer Infight mit Satan.
Ja, muss man auch mal ein paar Umwege fliegen, wenn man doch vielleicht mal ein, zwei Minuten länger am Leben bleiben will. Okay. Nee. Ich meine, ich könnte da reinfliegen, aber was bringt das? Eigentlich, ich will ja auch so wenig Flugzeuge wie möglich verlieren. Und eins habe ich ja schon verloren durch, ich sag mal, eher einen Unfall, meiner Meinung nach. Die müssen sich so ein bisschen zerpflücken hier. Klemme ich mal an die Leine. Ich könnte hier, den könnte ich auf jeden Fall da wegzubbeln, ne? Der ist ja wirklich auf dem Präsentierteller da. Und die Donier will rüber. Wupp, okay. Ich glaube, das war Flak. Einer weniger, so sehe ich das auch. Gut, jetzt muss man natürlich auch noch was treffen. So, das hat sich jetzt hier auch mit mir erledigt. Mit dem etwas Treffen. Es ist halt immer blöd, wenn man direkt in die Höhle des Löwen fliegt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man natürlich zerschossen wird. Dabei ist es unrelevant, wie viele Leute da sind, weil die spawnen von da. Und wir werden ja selten zu 8 oder so dort sein. Komm ich nochmal rein hier, oder was? Missionsziel abgeschlossen. Okay. Das ist Sterling. Wäre natürlich ein cooles Ziel eigentlich. Okay, der Flugplatz ist weg. Wir werden gewinnen. Juhu. Ich schätze mal, ich bin Fünfter. Fünfter, Sechster werde ich sein. Ich lasse mich überraschen. Achter! Oh fuck! Achter! Motherfucker! Gut. Trotz allem, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Dann könnt ihr euch noch mehr von diesem Scheiß hier reinziehen, ne? Und wisst immer Bescheid, wenn ich wieder so ein Dreck hier veröffentliche. Das ist wirklich so ein Dreck hier, also haut rein, ja. Tschüss jetzt echt.